Mikrofontest. Okay. Ja, herzlich willkommen in der Seabase zum 19. Netzpolitischen Abend des Digitale Gesellschaft e.V. Es ist toll, dass wieder so viele Leute gekommen sind, obwohl wir so ein umfangreiches, aber dennoch spannendes Programm zusammengestellt haben. Ich möchte euch noch mal kurz vorher darauf aufmerksam machen, dass wir hier Ton- und Filmaufnahmen haben in der Seabase. Es gibt einen Livestream, deswegen herzlich willkommen auch an den Livestream-Empfangsgeräten. Wenn ihr also nicht im Livestream auftauchen wollt, wenn ihr eine Frage stellt, dann könnt ihr euch da hinten in die Ecke stellen, dann können wir euch auch so dran nehmen, damit man eben das vermeiden kann. Wir haben heute ein wirklich großes Programm für euch. Zum Ersten wird Julia Krüger von der Forschungsgruppe Politikfeld Internet eine kurze Community-Befragung vorstellen. Als nächstes wird Volker Tripp, unser politischer Referent, eine netzpolitische Bilanz der Koalitionsvereinbarung ziehen. Dann haben wir die Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung im Programm. Und nach einer kurzen Pause geht es dann weiter mit der C3S, der Cultural Commons Collecting Society, und Krypto nach Snowden mit Rüdiger Weiß. Genau, das ist unser Programm. Und als erstes möchte ich mit euch begrüßen Julia Krüger von der Forschungsgruppe Politikfeld Internet am Wissenschaftszentrum Berlin. Sie wird euch jetzt kurz vorstellen, was das Wissenschaftszentrum mit dieser Community-Befragung machen möchte. Hier sind die Slides und das ist dein Mikro und dein Applaus. Ja, schönen guten Abend. Genau, ich komme aus dem Elfenbeinturm der Wissenschaften, aus dem Wissenschaftszentrum Berlin. Ich bin Julia. Und habe euch natürlich wirklich auch eine Umfrage mitgebracht. Vielleicht ganz kurz, im Wissenschaftszentrum Berlin wurde im Oktober eine neue Forschungsgruppe gegründet zum Politikfeld Internet. Und das Ziel ist eine systematische Erforschung des Politikfeldes. Nur stellt sich jedem die Frage, was ist eigentlich Netzpolitik, Internetpolitik? Was sind die Themen der Netzpolitik und was sind sie nicht? Wann werden Themen gesellschaftlich wichtig und wann nicht? Mit Blick auf den nächsten Vortrag zu den Koalitionsverhandlungen natürlich auch die Frage, welche Akteure mischen eigentlich mit? Welche Akteure entscheiden? Wo sind Kompetenzen zugeordnet? Wo sind Zuständigkeiten zugeordnet? Das alles sind Fragen, mit denen wir uns beschäftigen und hoffen sozusagen einerseits politikwissenschaftliche Erkenntnisse zu generieren, andererseits auch einfach sowas wie Orientierung zu bieten für gesellschaftlich und politische Engagierte in dem Feld. Genau, bevor wir Orientierung bieten können, brauchen wir allerdings erstmal Orientierung. Deshalb gibt es diese Umfrage. Grundsätzlich ist nämlich die Frage, wann hat Netzpolitik überhaupt angefangen? Wann wurde sozusagen das Internet politisch und warum? Wurdet ihr sozusagen mit netzpolitischen Fragen konfrontiert und warum? Es ist eine ganz, ganz kurze Umfrage, ungefähr 3 Minuten. Sie ist natürlich anonym, IP-Adressen werden nicht gespeichert. Die Ergebnisse werden veröffentlicht und darauf kann man auch kostenlos und frei zugreifen. Genau, daher würde ich mich freuen, wenn ihr alle mitmacht, jetzt oder später, oder wenn ihr es streut. Fragen, also ich bin den ganzen Abend hier, genauso wie meine beiden tollen Kollegen Max und Benjamin. Ihr könnt ja mal winken. Genau, ihr könnt uns auch schreiben unter internetpolicy@wzb.eu oder uns im Internet besuchen, am besten indem ihr WZB und das Politikfeld Internet googelt. Genau, und da würde ich jetzt eigentlich schon übergeben. Genau. Vielen Dank. Ja, Dankeschön, Julia Krüger. Hat jemand direkt dazu noch eine Frage? Bisher noch nicht. Ihr geht dann also direkt auf die Kollegen zu. Das ist super.
Dann möchte ich als nächstes auf die Bühne bitten, Volker Tripp. Er ist politischer Referent bei DIGES und hat euch nach der Wahl direkt bereits unsere 10 netzpolitischen Forderungen an die Koalitionsvereinbarung vorgestellt. Er berichtet heute, was daraus geworden ist, weil wir haben natürlich Bilanz gezogen, was denn in den aktuellen Koalitionsvereinbarungen, die möglicherweise dann das Programm der nächsten Regierung werden, drinsteht und ob das so in unserem netzpolitischen Sinne ist. Danke, Volker, dein Applaus. Ja, schönen guten Abend zusammen. Bitte? Ach so. Also, schönen guten Abend zusammen. Ich werde, wie gesagt, mal so eine kurze netzpolitische Bilanz der Koalitionsvereinbarung ziehen, und zwar so im direkten Abgleich mit den Forderungen, die wir zu Beginn der Verhandlungen formuliert haben, in Gestalt eines Forderungskatalogs, den man auch immer noch auf unserer Seite abrufen kann. Am Ende gibt es dann mal so ein Endergebnis auch in Zahlen. Ich habe das mal so gemacht, das kommt jetzt während des Vortrags, sieht man es nicht, am Ende erst, dass ich quasi für jede Forderung, die wir aufgestellt haben, maximal 10 Punkte zu vergeben hatte und das so im Abgleich mit dem, was so herausgekommen ist, mal kumuliert habe. Das kommt dann am Ende, wie gesagt, könnt ihr das mal sehen. Ich sage mal so viel, es ist nicht besonders erfreulich. Das kann man, glaube ich, jetzt schon vorher sagen. Gibt es an positiven Punkten? Also ganz positiv waren eigentlich zunächst mal nur die Punkte Open Data und genauso Open Science. Was soll da passieren? Man möchte ein Open Access Portal für Bund, Länder und Kommunen aufstellen und Deutschland soll der Open Government Partnership Initiative beitreten. An sich deckt sich das ziemlich genau mit den Forderungen, die wir auch gestellt haben, also die Daten öffentlicher Stellen freier zugänglich zu machen, einfacher zugänglich zu machen, und das scheint erstmal so ein Schritt in die richtige Richtung zu sein. Was hier noch so ein bisschen fehlt, ist halt irgendwo eine klare Metrik und eine klare Vorgabe dazu, wann soll das eigentlich umgesetzt werden, mit welchen Mitteln soll das genau umgesetzt werden. Das ergibt sich aus der Koalitionsvereinbarung nicht. Also so ein richtiger Fahrplan wäre eigentlich schön gewesen. Bisher sind es halt nur Absichtserklärungen, die man da findet. Bei Open Science ist es so ähnlich, eigentlich auch eine ganz positive Bilanz. Es soll eine digitale Lehrmittelfreiheit geben, also die Möglichkeit für Lehrende, offen auf Lehrmittel zuzugreifen, möchte man schaffen. Dazu möchte man dann ein bildungs- und forschungsfreundliches Urheberrecht schaffen. Das ist eigentlich auch die einzige Stelle, die ich jedenfalls im Koalitionsvertrag gefunden habe, an der sich sowas wie eine Liberalisierung des Urheberrechts ankündigt. Ansonsten, das werden wir gleich noch im Zusammenhang mit dem Recht auf Remix sehen, sieht das doch eher bescheiden aus. Also da wird es wohl sehr viel restriktiver werden, und im Urheberrecht konnte sich insgesamt offenbar eher die Verwerterlobby durchsetzen. Wie gesagt, das ist die einzige Stelle und das wird auch nicht weiter ausgeführt, was es eigentlich heißt. Also da darf man sich dann warme Gedanken zu machen. Offene Lizenzen, offene Formate sollen gestärkt werden, was immer das heißt. Wenn es wirklich bedeutet, dass man dann demnächst Lehrmaterialien unter CC hat, was man ja daraus lesen könnte, wäre das ganz erfreulich. Aber auch hier, wie gesagt, fehlt es eigentlich an der Konkretisierung. Das hatten wir eigentlich schon. Nächstes Thema, WLAN-Störerhaftung. Das ging ja auch durch die Presse. Eigentlich ganz positiv, man möchte die WLAN-Störerhaftung abschaffen. Das war auch unsere Forderung. Das Fragezeichen, was noch dahinter steht, ist eben, wie das genau passieren soll. Weiß man noch nicht so wirklich. Es gab 2012 schon eine Einlassung des Bundesrates dazu. Die haben damals vorgeschlagen, dass man die WLAN-Störerhaftung abschaffen kann, allerdings nur, wenn dann im Gegenzug dazu Identifikationspflichten beispielsweise den WLAN-Betreibern auferlegt werden. Vielleicht kurz zum Hintergrund, ich bin mir nicht ganz sicher, ob jeder jetzt weiß, worum es da eigentlich geht. Das Problem ist, wir haben keine flächendeckenden offenen Funknetze. Warum? Die Leute verschlüsseln es, denn sie sind zurzeit nach der gegenwärtigen Rechtslage haftbar für Rechtsverletzungen, die Dritte über ihren Zugang begehen. Damit das nicht passiert, verschlüsselt man es und man hat deswegen kein flächendeckendes WLAN. Mein Gott. Das könnte eben behoben werden durch die Abschaffung der WLAN-Störerhaftung. Wenn aber jetzt im Gegenzug Identifikationspflichten eingeführt werden, was ist dann die Konsequenz? Die Leute werden weiterhin ihre Funknetze verschlüsseln und man hätte eben genau dieses Ziel eines offenen, flächendeckenden Netzzugangs nicht erreicht. Ja, ab jetzt wird es doch deutlich überwiegend negativ. Also bisher ging so, also gut bis ging so, jetzt wird es eher negativ. Und zwar das erste Negativthema: Netzneutralität.
Wenn man das liest, was im Koalitionsvertrag steht, dann denkt man im ersten Moment, ach, das hört sich eigentlich ganz gut an. Man bekennt sich zu dem diskriminierungsfreien Transport aller Daten als Grundlage von Teilhabe, Meinungsvielfalt, Innovation und Wettbewerb in einem freien und offenen Netz. Hört sich erstmal super an. Direkt danach wird aber gleich davon gesprochen, dass es eben Managed Services geben soll, also das Zwei-Klassen-Internet wird offenbar kommen. Und dann findet sich auch noch eine sehr eigentümliche Formulierung, nämlich dass, ich glaube, die Qualität des Best-Effort-Internet nicht durch eine Vielzahl von Managed Services verdrängt werden soll. Was so genau soll das heißen? Also ein paar darf es geben und ein bisschen Beeinträchtigung darf sein, aber es darf nicht zu viel werden. Ab wann ist es zu viel? Also sehr offen, also mit anderen Worten, so ein grundsätzliches Verbot der Schlechterstellung des Best-Effort-Internet gegenüber Managed Services soll es anscheinend auch nicht geben. Dann gibt es auch noch einige Dinge, die so ein bisschen widersprüchlich sind zu dem Thema, und zwar die Packet Inspection möchte man verbieten zur Diskriminierung von Diensten oder zur Überwachung von Nutzerinnen und Nutzern soll es verboten werden. Also wenn man jetzt die Formulierung genau liest, könnte man sich ja fragen, aha, und heißt das jetzt, dass man also zur Diskriminierung von Nutzerinnen und Nutzern die Packet Inspection schon machen darf? Oder was genau soll das heißen? Jedenfalls fragt sich an der Stelle auch, wie das mit einer anderen Formulierung zusammenpassen soll, die auch dort an der Stelle genannt ist, nämlich Mobilfunkbetreiber sollen dazu verpflichtet werden, Voice-over-IP-Dienste gegebenenfalls gegen gesondertes Entgelt zu erlauben. Wie man das dann machen will, ohne dass man die Packet Inspection dazu erlaubt, ist mir nicht ganz klar, technisch, aber die Bundesregierung, die zukünftig wird, wissen, was sie da formuliert hat. Positiver Punkt in dem Zusammenhang ist, dass die Endgeräte-Netzneutralität durchgesetzt werden soll. Also das heißt, der Routerzwang soll abgeschafft werden und zwar auch bedingungslos, so wie das im Koalitionsvertrag steht, also eigentlich ganz positiv. Ja, dann nächstes Thema Datenschutzgrundverordnung. Auf europäischer Ebene laufen zurzeit die Verhandlungen zu einer Datenschutzgrundverordnung. Und ja, Deutschland hat sich bisher da eher als Bremser geriert. Und zwar meistens dadurch, dass sie darauf hingewiesen haben, dass man also bestimmte Datenschutzstandards im Verkehr zwischen Behörden und Bürgern beibehalten möchte. Und die waren aus deutscher Sicht nicht ausreichend ausgestaltet in dieser europäischen Datenschutzgrundverordnung. Und aus dem Grund hat man immer gesagt, nein, das können wir so, dem können wir so nicht zustimmen, das müssen wir nachverhandeln. Jetzt ist so ein Bekenntnis zu den wichtigsten Prinzipien dieser Verordnung enthalten und man sagt auch, man möchte das zügig weiterverhandeln und schnell verabschieden. Auf der anderen Seite sind dann aber eben genau schon diese Vorbehalte eingebaut, die bisher die Verzögerung erlaubt haben, nämlich einmal eben dieser Hinweis darauf, dass deutsche Standards beim Datenaustausch zwischen Bürgern und Behörden bewahrt werden müssen. Und das Gleiche sagt man dann auch noch in Bezug auf ein weiteres Gesetzgebungsvorhaben, was es auf europäischer Ebene gibt, nämlich eine Datenschutzrichtlinie, die dann speziell für Strafverfolgungsbehörden und Justiz gelten soll. Das Problem dabei ist, diese Richtlinie und die Verordnung bilden eigentlich auf europäischer Ebene ein Paket. Und würde man die Verabschiedung jetzt zum Beispiel dieser Richtlinie verhindern oder verzögern, dann könnte das genauso die Verabschiedung dieser Verordnung verhindern und verzögern. Also ob man dieses Bekenntnis zu Datenschutz wirklich so ernst nehmen kann, ist sehr fraglich. Ja, dann das Recht auf Remix stand während der Koalitionsverhandlungen noch im Vertrag, ist dann allerdings aus der endgültigen Fassung rausgeflogen. Also eine Liberalisierung des Urheberrechts wird es an der Stelle nicht geben. Auch eine Öffnung dieser Schrankenregelung, die es bisher gibt im Urheberrecht, steht wohl nicht an. Sowas wie eine Fair-Use-Regelung, davon findet sich auch kein Wort. Stattdessen möchte man, und das ist jetzt die angesprochene Verschärfung des Urheberrechts, Share-Hoster, also One-Click-Hoster, zukünftig verschärft für Rechtsverletzungen Dritter haften lassen. Wie das genau mit der E-Commerce-Richtlinie auf europäischer Ebene konform gehen soll, ist mir alles andere als klar. Da steht nämlich drin, dass man denen keine proaktiven Schutzpflichten auferlegen kann. Bisher ist es schon so, dass die eigentlich mit ihren Prüfpflichten am Rande dessen sind, was sie leisten können, durch die geltende BGH-Rechtsprechung. Wenn man das jetzt weiter verschärfen will, weiß ich nicht, wie das mit europäischem Recht vereinbar sein soll. Dann möchte man mit internationalen Vereinbarungen Urheber- und Markenrechte schützen. Da klopft dann eine Wiederauflage von ACTA an die Tür, würde ich sagen. Also es klingt so, als wollte man halt im Rahmen dieses transatlantischen Freihandelsabkommens beispielsweise
Naja, also vor allen Dingen die Rechtedurchsetzung vermutlich verbessern. Ja, und dann finden Sie noch dieser etwas kryptische Satz, dass man die Medienkompetenz von Internetnutzerinnen und Nutzern stärken möchte, sodass sie zukünftig besser zwischen legalen und illegalen Angeboten im Netz unterscheiden können. Ja, was kann das heißen? Raubkopierer sind Verbrecher, vielleicht auch Warnhinweise, wenn ich bestimmte Webseiten besuche, vielleicht auch Three Strikes, ich weiß es nicht. Also klingt jedenfalls alles nicht besonders gut und also alles, was man sich darunter vorstellen kann, wird halt eher eine Verschärfung des Urheberrechts bedeuten als irgendeine Art von Liberalisierung. Ja, traurig auch der Punkt Exportkontrollen, eigentlich ein Thema, was uns sehr wichtig ist. Es geht um den Export von Überwachungstechnologien in autokratische Staaten, also beispielsweise nach Syrien oder nach Bahrain, wo diese Technologien zur Repression benutzt werden, auch zur Folter von den Personen, die dem System dort eben nicht so genehm sind. Wir hatten gefordert, was bisher nicht der Fall ist, dass man diese Technologien dem deutschen Außenwirtschaftsrecht unterstellt, also insbesondere in die Ausfuhrliste der Außenwirtschaftsverordnung aufnimmt. Das hätte dann zur Folge, dass die Ausfuhr von solchen Waren genehmigungspflichtig ist. Das heißt, es gäbe eine Möglichkeit, diese Ausfuhr zu kontrollieren. Bisher ist die vollkommen unkontrolliert und so Firmen wie Trovicor oder Gamma können halt ihre Produkte in solche Staaten verkaufen, wo sie dann eben dort für Menschenrechtsverletzungen eingesetzt werden. Es gibt auch noch das Ganze auf europäischer Ebene, die sogenannte Dual-Use-Verordnung. Auch da sind die Überwachungstechnologien bisher nicht drin. Und auch da wäre es unserer Auffassung nach richtig, wenn die Bundesregierung hingehen würde und versuchen würde, halt auf europäischer Ebene die Dual-Use-Verordnung auf diese Technologien auszuweiten. Außerdem gibt es noch ein internationales Abkommen, die sogenannte Wassenaar-Vereinbarung. Und auch hier könnte man diese Technologien aufnehmen. Es findet sich genau gar nichts dazu im Koalitionsvertrag. Es findet sich so ein windelweicher Satz, wo man sich fragen kann, was soll damit gesagt werden? Es wird einfach nur gesagt, wir wollen uns dafür einsetzen, dass die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen in Zukunft besser eingehalten werden. Ja. Also diese OECD-Leitlinie, die gibt es schon länger und bisher haben sich eben solche Unternehmen, die Überwachungstechnologie exportieren, exakt gar nicht darum gekümmert. Und wie das genau passieren soll, was man tun möchte, Sanktionsmöglichkeiten und ähnliches, all davon ist überhaupt nicht die Rede. Wie gesagt, Überwachungstechnologien werden an der Stelle noch nicht mal erwähnt, ist also auch eine Interpretation meinerseits, dass die darunter fallen könnten. Also ansonsten findet sich, wie gesagt, nichts. Noch so ein Tiefpunkt, Funkzellenabfrage. Auch dazu findet sich nichts, ist ein Ermittlungsmittel, dem einen oder anderen vielleicht auch bekannt aus dieser sogenannten Handygate-Affäre in Dresden, wo also über Tage hinweg massenhaft Verbindungsdaten aus Funkzellen abgefragt wurden. Wir hatten gefordert, dieses Instrument jedenfalls in der jetzigen Form abzuschaffen und das ist auch nicht nur unsere Meinung, da laufen auch zurzeit Verfassungsbeschwerden gegen dieses Ermittlungsmittel. Auch dazu findet sich kein Wort in der Koalitionsvereinbarung. Das heißt, es wird offenbar wieder an Karlsruhe hängen bleiben, hier so einen grundrechtskonformen Zustand herzustellen. Ja, zwei Punkte gibt es noch. Das eine, der Überwachungsskandal. Hier hat man sich dazu positioniert. Ja, und zwar... Man möchte also internationale Abkommen wie SWIFT und Safe Harbor nicht etwa aussetzen, sondern nachverhandeln. Was dabei rauskommen wird, mit anderen Worten, ist vollkommen offen. Was sich dort zum Beispiel überhaupt nicht findet in dem Zusammenhang, ist PNR, also Passenger Name Record, das Fluggastdatenabkommen, mit dem ebenfalls Daten in die USA übermittelt werden. Man möchte ein No-Spy-Abkommen schaffen, das war jetzt auch häufiger schon im Gespräch. Außerdem will man parallel dazu die Spionageabwehr ausbauen. Also man möchte sich auf der einen Seite versprechen lassen, man spioniert sich nicht gegenseitig aus, aber sicherheitshalber baut man die Spionageabwehr aus. Also auf mich wirkt das ein wenig unstimmig, im Mindesten. Ja, auf europäischer Ebene möchte man insgesamt Telekommunikationsanbieter verpflichten, ihren Datenverkehr innerhalb der EU zu verschlüsseln und nicht an ausländische Nachrichtendienste weiterzuleiten, wie das zum Beispiel mit britischen Unternehmen wie Vodafone funktionieren soll, dass die ihre Daten nicht an den GCHQ weitergeben beispielsweise, ist auch wenig klar. Eine Kleinigkeit, die mir in dem Zusammenhang noch aufgefallen ist,
Also offenbar versteht man das alles hier als rein amerikanisches Problem. Ne? Und die Überschrift über diesen Teil lautet auch Konsequenzen aus der NSA-Affäre. Also was mit der Tätigkeit deutscher Geheimdienste ist, wie die mit internationalen Geheimdiensten kooperieren, all darüber findet sich gar nichts. Es findet sich nur an anderer Stelle im Zusammenhang mit der Aufarbeitung des NSU-Skandals. Der Hinweis, dass man die Inlandsgeheimdienste stärker zentralisieren will und, das ist dann ein direktes Zitat, deren technische Analysefähigkeit verbessern möchte. Auch das regt er so zu Spekulationen an. Bisher hat ja das Bundesamt für Verfassungsschutz Software wie zum Beispiel X-Keyscore angeblich nur getestet. Und das klingt für mich ganz so danach, als wollte man diesen Einsatz jetzt legalisieren, weil was sonst soll bedeuten, dass man die technische Analysefähigkeit verbessern möchte. Ja, richtig finster wird es dann bei der Vorratsdatenspeicherung. Das ist, finde ich, auch mit Abstand der negativste Punkt. Das ist nicht nur so, dass, sagen wir mal, unsere Forderung nicht erfüllt wurde, sondern das Gegenteil von dem, was wir gefordert haben, gemacht werden soll, nämlich eben, dass die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt wird, was angesichts eben der Geschehnisse jetzt vom Sommer eigentlich vollkommen unverständlich ist. Also politisch, inhaltlich, in jeder Richtung, finde ich. Eine Frechheit, finde ich, ist die Begründung, die man dafür anführt, dass man das jetzt macht. Und zwar weist man darauf hin, dass wenn Deutschland, also die Einführung der Vorratsdatenspeicherung, sondern man geht auf eine EU-Richtlinie zurück, also einen europäischen Gesetzgebungsbefehl an die Mitgliedstaaten. Und jetzt sagt Deutschland also, wenn wir die jetzt nicht umsetzen, diese Richtlinie, dann werden Strafzahlungen fällig. Das ist in der Tat richtig. Es gibt auf europäischer Ebene ein Vertragsverletzungsverfahren. Wenn also Mitgliedstaaten ihre Verpflichtungen aus den europäischen Verträgen nicht erfüllen, dann können sie dafür tatsächlich Strafen auferlegt werden. Ich meine mal gelesen zu haben, 345.000 Euro wären das für jeden Tag der Nichtumsetzung. Ja? Also hört sich erstmal nach einem Brocken an. Was man immer ganz geflissentlich verschweigt, ist, dass der EuGH im Frühjahr diesen Jahres über die Zukunft dieser Richtlinie entscheiden wird. Es gibt nämlich Nichtigkeitsklagen vor dem EuGH, die da anhängig sind, wo es um die Vereinbarkeit dieser Richtlinie mit europäischen Grundrechten geht. Und wie gesagt, die Entscheidung steht fürs Frühjahr an. Das heißt, es kann sein, dass im Frühjahr dieser Umsetzungsbefehl auf europäischer Ebene komplett entfällt. Sodass es meiner Meinung nach zumindest politisch unklug ist, wenn man jetzt formuliert, wir müssen das unbedingt machen, denn ansonsten werden ja Strafzahlungen fällig. Also das scheint mir sehr, sehr fraglich. Und ich finde, das deutet auch relativ stark darauf hin, dass es eben einen ganz klaren politischen Willen gibt, dieses Instrument einzuführen. Ja, also einen anderen Schluss kann ich daraus ehrlich gesagt nicht ziehen. Ach so, genau. Eine Sache vielleicht noch zum Schluss, da wird es allerdings jetzt ein bisschen technisch. Man kann sich fragen, wenn die Vorratsdatenspeicherung jetzt eingeführt wird, wie man das eigentlich überhaupt verfassungskonform machen will. Denn es gab im Urteil des Bundesverfassungsgerichts eine ganze Reihe von Vorgaben, bei der ich mich wirklich frage, wie will man die eigentlich in ein Gesetz gießen, so dass es passt. Es fängt damit an, dass in dem Koalitionsvertrag schon so angedeutet ist, dass man also die Vorratsdatenspeicherung oder die Nutzung dieser vorratsgespeicherten Daten auch zu Gefahrenabwehrzwecken nutzen möchte. Also nicht nur zu Zwecken der Strafverfolgung, sondern auch zu Zwecken der Gefahrenabwehr für Leib und Leben. Und so wie das jedenfalls dort formuliert ist, soll das ohne einen Richtervorbehalt gehen zur Gefahrenabwehr. Das meine ich, ist nicht übereinzubringen mit den Vorgaben dieses Urteils. Aber gut, ist ja auch nur in Anführungsstrichen die Koalitionsvereinbarung und da muss das vielleicht nicht im Detail so drinstehen. Eine Vorgabe, die es auch noch in dem Urteil gab, war, dass Personen mit Verschwiegenheitspflichten, also Anwälte zum Beispiel, von der Erfassung ausgenommen werden müssen. Das kann man sich ja noch einigermaßen gut vorstellen, wenn es darum geht, die Verbindungsdaten einer bestimmten Person abzurufen und man weiß, aha, die ist Anwalt oder Arzt oder Geistlicher oder Bundeskanzler oder so. Dann können die Behörden sagen, gut, dürfen wir nicht machen. Wie das andersrum passieren soll, von irgendeiner dritten Person, die vielleicht mit solchen Leuten mit Verschwiegenheitspflichten Kontakt hatte, wie man verhindern möchte, dass diese Verbindungsdaten nicht dem Zugriff unterliegen, ist mir auch schleierhaft. Also muss ich mich demnächst vielleicht registrieren, als Anwalt oder als Arzt oder so bei meinem Provider, damit er also weiß, aha, meine Zugriffsdaten oder meine Verbindungsdaten, die werden am besten gar nicht gespeichert. Also viele offene Fragen und insgesamt ein ernüchterndes Ergebnis, nämlich zusammengerechnet 28%, also ich weiß, in der Schule wäre das wahrscheinlich ungenügend, glaube ich.
Also von 100 möglichen Punkten sind es dann 28 geworden. Ich kann auch so viel schon noch dazu sagen, die ersten beiden Punkte Open Data, Open Science, die haben eigentlich schon die Hälfte dieser Punktzahl ausgemacht. Also ja, schade, es hätte tatsächlich ein großer Wurf werden können. Man hätte vielleicht das als eine Chance begreifen können, das Internet so als Freiheitsraum zu gestalten und auch als ja, eine Option für eine gesellschaftliche Fortentwicklung zu nutzen. Und was am Ende jetzt rauskommt, ist halt so ein bisschen gestreichelt mit ein bisschen mehr Open Data, Open Access und ja, ansonsten im Wesentlichen eben eine überwachte Gesellschaft. Und das ist alles andere als ein positiver Ausblick für die nächsten 4 Jahre. Das heißt aber eigentlich nur, es gibt viel zu tun und das werden wir auch weiterhin machen. Dankeschön. Dankeschön, Volker. Hat noch jemand Fragen zu den Ausführungen? Ihr seid ja wahrscheinlich alle erschlagen davon, wie viele Bestimmungen in diesem Koalitionsvertrag allein zur Netzpolitik getroffen oder eben auch nicht getroffen wurden. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem noch ein paar Rückfragen oder Kommentare dazu. Wenn nicht, dann könnt ihr Volker oder jemand anders von DigiGas dann natürlich gerne noch in der Pause, die wir dann auch gleich machen, ansprechen und eben auch eure Kommentare dazu nochmal einspeisen. Dankeschön. Ja, vor unserer Pause kommen wir zu einem Thema, das ja, im letzten halben Jahr konnten wir keinen netzpolitischen Abend ohne dieses Thema machen, die Enthüllungen von Edward Snowden und Überwachung eben. Es gibt sehr viele Gruppen, die sich damit beschäftigen und eine davon, die Folge auch gerade schon angesprochen hat, ist die Initiative Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung. Wir freuen uns sehr, zwei der Gründer heute hier zu haben, die Rechtsanwälte Oliver Pragal und Martin Gotschewski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Sie haben die Hamburger Erklärung gegen Totalüberwachung ins Leben gerufen. Und vor 2 Wochen haben sie auch eine große Demonstration von Rechtsanwälten und Richtern vor dem Bundestag gehabt, was sehr schöne Bilder produziert hat und wahrscheinlich auch bei den Koalitionsverhandlungen noch mal ein bisschen Eindruck geschindet hat. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind. Sie werden über die NSA-Affäre aus anwältlicher Sicht sprechen und kommen Sie doch gern vor. Ihr Applaus. Das ist noch nicht an. Du hast keine aktive Ecke. Du kannst mir auch zeigen, wie ich es dann selber aufrufen kann. Also, dann lass uns ja gerne stehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Vortrag zur NSA-Affäre aus anwaltlicher Sicht und verbunden mit der Frage, ob sich unsere Gesellschaft gerade gleichschalten lässt. Wir möchten Ihnen danken für diese Einladung zu dem heutigen Vortragsabend und möchten das gerne nutzen, um Ihnen unsere Initiative vorzustellen und einige plakative Thesen zu dieser NSA-Affäre, die längst eine weltweite Geheimdienstaffäre ist, mitzuteilen. Wir müssen sagen, als einen kleinen Disclaimer vorab, dass wir heute Abend hier nur für uns sprechen können. Das ist mein guter Freund und Kollege Martin Gotschewski. Meinen Namen kennen Sie bereits und wir können heute Abend hier nicht für die Initiative sprechen, der insgesamt 12 Rechtsanwälte verbunden sind, sondern eben nur für uns. Ursprung der Initiative war eine recht spontan geplante Demonstration im Juli dieses Jahres vor dem US-Konsulat in Hamburg, die wir mit einer sehr kleinen Gruppe von Kollegen recht spontan initiiert haben und an der trotz eines Vorlaufs von nur 4 Tagen in den Sommerferien doch etwa 300 Menschen teilgenommen haben und die auch in Spiegel Online und anderen Medien durchaus wahrgenommen worden ist. Und nach dieser Demonstration tauchte eigentlich die Frage auf, wie man dieses Thema, von dem schon damals absehbar war, dass es ein Dauerthema bleiben wird, weiter aufgreifen kann. Wir waren der Meinung, dass wir als Rechtsanwälte eine wichtige Wächterfunktion haben für Grundrechte, für die Verfassung insgesamt. Und aus dieser Überlegung heraus entstand dann die Initiative Rechtsanwälte gegen Totalüberwachung. Und wir haben in der Folge diese Webseite, die Sie hier sehen können, erstellt
und Bürgern und Kollegen die Möglichkeit gegeben, dort sich einzutragen und diese Hamburger Erklärung, die eine Bestandsaufnahme beinhaltet, unsere Bewertung der Lage zu unterzeichnen, verbunden mit Forderungen an die Bundesregierung, auf die wir im Folgenden noch eingehen werden. Wir haben Ihnen, damit wir diese kurze Zeit unseres Vortrags gut nutzen können und Sie nicht langweilen, einige knackige Kernthesen zusammengestellt, so wie wir die Lage momentan bewerten. Und die erste Kernthese lautet, dass wir glauben, dass die heimliche Implementierung von solchen Systemen zur Massenüberwachung und der Wille, sie jetzt fortwährend zu betreiben, eine Art Staatsstreich von oben ist. Wir glauben, dass hier ein historischer Angriff auf zum einen die Privatsphäre und damit auch die Menschenwürde erfolgt. Aber, und das ist der weitaus schlimmere und gefährlichere Teil, wir glauben auch, dass letztlich dahinter ein Angriff auf die offene Gesellschaft und Demokratie als solcher steht. Denn, und das scheint uns vielfach in der Diskussion nicht beachtet zu werden, es geht nicht um die E-Mails des Einzelnen. Es gibt ja häufig diese Bemerkung, meine E-Mails können Sie haben. Sondern es geht darum, dass die Privatsphäre eine Funktionsbedingung ist für unsere Demokratie und die offene Gesellschaft an sich. Dass die Aufhebung der Privatsphäre und die massenhafte und verdachtslose Totalüberwachung dazu führt, dass jedes kritische Engagement eingeschüchtert wird, dass Bürger sich nicht mehr trauen zu protestieren, wenn die Regierung Dinge tut, die ihnen nicht gefallen. Auf diese Weise wird letztlich das Grundrecht auf Meinungsfreiheit eingeschränkt. Die Menschen trauen sich nicht mehr, kritische Thesen zu vertreten. Sie trauen sich auch nicht mehr, auf die Straße zu gehen. Mir haben einige Kollegen in Hamburg im Vorfeld dieser geplanten Demonstration im Juli gesagt, dass sie diese Bewertung teilen, aber aus Sorge, nicht mehr in die USA einreisen zu können oder andere Repressionen oder Überwachungsmaßnahmen zu befürchten, nicht teilnehmen möchten. Und ich finde, wenn Rechtsanwälte sich nicht mehr trauen, von einem Grundrecht Gebrauch zu machen, nämlich zu demonstrieren, dann zeigt das, wie ernst die Lage ist. Unsere zweite Kernthese lautet, dass das Ziel dieser verdachtslosen Massenüberwachung nicht Sicherheit, nicht Terrorprävention, sondern totale Gesellschaftskontrolle ist. Wir glauben, dass man das beispielsweise daran erkennen kann, dass Thomas Drake, ein NSA-Whistleblower weit vor Snowden, der vor einigen Jahren an die Öffentlichkeit gegangen ist, darauf hingewiesen hat, dass es damals verschiedene Programme gab, die zur Wahl standen, bei der NSA eingeführt zu werden. Und es gab dort zum einen das Programm Thin Thread, dünner Faden, oder das Programm alternativ Trailblazer. Und obwohl das erstgenannte Programm nicht nur günstiger war, sondern auch effizienter war und zugleich grundrechtsschonender war, kam es dazu, dass das teurere Programm Trailblazer eingeführt worden ist. Und das sind Tendenzen, aus denen man klar erkennen kann, was hier für Ziele eigentlich im Hintergrund bestehen und was hier betrieben werden soll. Einer, der auffasst. Ja, unsere dritte Kernthese, die wir vertreten, ist, dass wir es mittlerweile mit einem nachrichtendienstlich-industriellen Komplex zu tun haben. Uns wird in der gesamten Diskussion immer gesagt, Leute, regt euch doch nicht so auf. Hier geht es um die Abwehr von Terrorgefahren. Das berührt eure Interessen eigentlich nicht. Wenn man sich jetzt mal diesen Komplex anguckt, dann fällt einem aber auf, wie verzahnt der Nachrichtendienst mittlerweile mit der Politik ist, wie verzahnt der Nachrichtendienst mit der Privatwirtschaft ist. In der Vorbereitung auf diesen Vortrag haben wir uns ein paar Beispiele rausgesucht. Eins möchte ich mal nennen, das ist zum Beispiel die Firma CSC. Das ist ein großer Spionagedienstleister, der für die NSA tätig ist, auch im erheblichen Umfang. Das CSC hat zum Beispiel eine Tochterfirma, die nachweislich an der Entführung des deutschen Khaled al-Masri beteiligt war. Also nicht unbedingt einer Firma, der man blind vertrauen sollte, wenn es jedenfalls darum geht, im großen Stil Daten der Bürger abzugreifen.
Diese Firma ist nicht nur für den NSA tätig, sondern auch für die deutsche Bundesregierung und das in einem erheblichen Umfang. Nach einem Artikel, der in der Süddeutschen Zeitung erschienen ist, hat dieser Spionagedienstanbieter bereits mehr als 100 Aufträge über deutsche Ministerien erhalten. Das Volumen belief sich seit Anfang 2009 auf 25,5 Millionen Euro, also eine erhebliche Summe. Sie können sich vorstellen, was mit diesem Geld alles angefangen wurde, oder wir wollen uns das besser nicht vorstellen. Wenn wir von einem nachrichtendienstlich-industriellen Komplex sprechen, dann muss man auch die Frage ansprechen, wie geht denn die Bundesregierung damit um, wenn sie dann zum Beispiel von Journalisten darauf hingewiesen wird, dass eine Firma, die für deutsche Ministerien arbeitet, enge Verbindung zur NSA hat. Und die Antworten, die man dann mitgeteilt bekommt, sind schon erstaunlich. Also kein Bundesministerium sei in diese Verquickung bekannt gewesen. Ja, man wüsste es nicht. Ja, ich glaube das persönlich nicht. Dann hätten wir schon ein Heer von dummen Politikern und ich schätze die alle eigentlich nicht so dumm ein. Ich kann Ihnen noch ein anderes Beispiel bringen, das ist, betrifft die Deutsche Telekom. Die Deutsche Telekom hat in Amerika einen auch Systemanbieter aufgekauft, hat ihn dann flugs umbenannt in Telekom Hosting Business Services. Um diese Firma zu führen, hat man dann auch Leute eingestellt, die sich mit IT-Sicherheit und IT-Netzwerksicherheit auskennen. Und wenn man dort mal sich die betreffenden Personen anguckt, bei denen handelt es sich um einen Herrn Kirmen und Cohen, dann sind das auch Spezialisten, die schon für die NSA tätig waren und etliche Firmen gegründet haben, die nachweislich für die NSA gearbeitet haben. Da sieht man auch, dass diese Verzahnung nicht nur in Amerika stattfindet, sondern natürlich hier auch in Deutschland. Und jeder kann sich selbst die Frage stellen, ob geheimdienstliche Tätigkeiten, die wahrscheinlich jedes Land benötigt, unbedingt von, ja, ich möchte es mal so nennen, eventuell Mitgliedern befreundeter Dienste ausgeführt werden müssen. Ich halte das nicht für so sinnvoll. Die vierte Kernthese, die wir haben, ist, dass es einen Missbrauch dieser Überwachungsmaßnahmen schon jetzt gibt. Wir beide, Oliver und ich, gehen sogar einen Schritt weiter und sagen, die NSA und GCHQ, also der englische Geheimdienst, sind letztendlich eine kriminelle Vereinigung. Ja, wenn Sie sich die Definition... Wenn Sie sich die Definition einer kriminellen Vereinigung durchlesen, ja, dann lesen Sie so Sätze wie, das ist ein Zusammenschluss von mehreren Personen, zumindest für eine gewisse Dauer, deren Zweck ist es, Straftaten zu begehen. So, wenn ich mir jetzt die Enthüllung von Snowden angucke, dann fällt es mir nicht so schwer, das unter diesem Begriff zu subsumieren. Ja, also weltweit werden millionenfach Daten abgegriffen von letztendlich unbescholtenen Bürgern. Also ich persönlich habe jetzt bin jetzt terrorunverdächtig, so möchte ich das mal nennen. Das glaubst du. Ja, das glaube ich. Ja, ja, und das muss man dazu sagen, der Missbrauch fängt natürlich schon mit der Heimlichkeit an. Also diese Systeme laufen ja nun schon über 10 Jahre und nur die wenigsten haben davon gewusst. Also uns persönlich sind Interviews bekannt, so aus 2005, wo das mal so angedeutet wird. Aber die Dimension, die das ganze Thema angenommen hat, waren überhaupt nicht absehbar. Dass es einen Missbrauch gibt, ist offensichtlich. Und man sollte sich genau angucken, wie mit diesem offensichtlichen Missbrauch von politischer Seite aus umgegangen wird. Ja, wenn wir uns dann die Aussage von James Clapper vor einem US-Senatsausschuss anhören, dann hat er auf die Frage, ob millionenfach Daten von US-Bürgern abgegriffen werden, geantwortet, nein. Auf Nachfrage hat er dann gesagt, na gut, aber nicht wissentlich. Ja, also wenn er es nicht weiß, wer weiß es dann? Also es ist absurd. Wenn wir von Missbrauch sprechen,
dann müssen wir uns angucken, wie wird denn mit Menschen umgegangen, die dieses Thema offen ansprechen. Ich erinnere an den Fall Miranda. Da wird jemand einfach, ein Journalist, ja, der seine Quellen immer zu schützen hat, auf dem Flughafen festgehalten, durchsucht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, 48 Stunden, 24 Stunden? Weniger. Ja, einige Stunden, letztendlich auch verdachtsunabhängig. Wir haben einen bolivianischen Präsidenten, den man gebeten oder gezwungen hat, das können Sie selber entscheiden, einen kurzen Zwischenstopp in Wien zu machen. Ist eine schöne Stadt, aber ich bin mir sicher, der Mann hatte das nicht vor. Und er fand das auch nicht so gut, dass die in seinen Flieger reingegangen sind. Und dann betrachten Sie mal die Reaktion. Also ich habe jetzt keinen Aufschrei gehört. Stellen Sie sich mal den umgekehrten Fall vor. Ja? Also der bolivianische Präsident sagt zu Merkel, Mensch, land doch mal zwischen. Ich will mal gucken, ob du was mitgenommen hast. Also die Leute würden ausflippen halt. Ne? Tun sie aber nicht. Das Thema Missbrauch wird eigentlich totgeschwiegen. Ja, man spricht es an. Bitte? Ja. Man spricht es an. Aber wir sprechen das an, Sie sprechen das an. Es gibt Bürger, die sich da engagieren, aber ein Politiker, der sich dort hervorgetan hat, der ist mir noch nicht begegnet. Wenn ich mir die Aussage von Pofalla angucke, ich glaube aus dem August, ja, wo er gesagt hat, nein, alle Dienste handeln nach Recht und Gesetz, dann frage ich mich, okay, der Mann ist zuständig innerhalb der Bundesregierung, um die Geheimdienste zu koordinieren, ja, dann sagt er mir, Junge, mach dir keine Sorgen, ist schon alles gut. Und zwei Wochen später entnehme ich den Zeitungen, dass er da wohl daneben lag. Ja, da fragen wir uns, wie geht der Staat mit diesem Missbrauch um und was unternimmt er eigentlich, um uns zu schützen? Das ist im Prinzip nicht viel. Ja, das ist jetzt ein Missbrauch, den ich angesprochen habe, der den Bürger angeht. Das kann jeden von uns treffen. Missbrauch ist aber auch die offensichtliche Wirtschaftsspionage, die unter dem Deckmantel ja, der Massenüberwachung einfach stattfindet. Ja, wir haben das Beispiel aus Brasilien, den Fall Petrobras, und ich bin mir sicher, das ist nur die Spitze des Eisberges. Da wird auch noch mehr kommen. Heute auf der Zugfahrt habe ich gehört, dass der Guardian von 50.000 Dokumenten erst 27 veröffentlicht hat. Ja, also da werden wir noch viel Spaßiges hören und die Kernthese Nummer 5 wird mein Kollege Olli vorstellen. Noch eine Ergänzung zu der vierten Kernthese und zwar denke ich, dass man beim Thema Missbrauch auch noch hinweisen muss auf den Fall der Bespitzelung der Nachrichtenagentur AP in den Vereinigten Staaten. Das war auch ein Fall, der zeigt, dass auch der Journalismus bedroht ist. Und zwar dadurch, dass in diesem Falle der Geheimdienst jedenfalls staatliche Stellen auf Anweisung des Justizministeriums dort eine Metadatenanalyse vorgenommen haben, um herauszufinden, ob es ein Leck, einen Informanten gibt aus den Reihen der eigenen Dienste, ein Leck, das man schließen wollte und wollte so überprüfen, ob da Menschen Kontakt aufnehmen zu dieser Nachrichtenagentur, die über bestimmte Dinge berichtet hatte. Das sind Vorgänge, die mit unserem Verständnis von Pressefreiheit und allen Schutzrechten, die bestehen zugunsten von Journalisten, unvereinbar sind und die zeigen, dass hier eine Regierung die Pressefreiheit nicht respektiert. Die fünfte Kernthese lautet, dass der Schwanz schon längst mit dem Hund wedelt. Damit meinen wir, dass man sich langsam wirklich Sorgen machen muss, wer eigentlich im Staate die Macht hat. Man kann hier anknüpfen an das Beispiel von James R. Clapper und seiner Aussage vor dem Kongress in den Staaten am 19. März dieses Jahres. Herr Clapper hat dort also offensichtlich gelogen. Er hat aber nicht nur gelogen, sondern er hat dort unter Eid ausgesagt und damit nach meinem oberflächlichen Rechtsverständnis eine Straftat begangen. Und was man sagen muss ist, und das ist sehr erstaunlich, dass innerhalb von 4 Tagen, nachdem Edward Snowden seine ersten Veröffentlichungen getätigt hat, gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden ist und dass gegen Herrn Clapper nicht nur bis heute kein Strafverfahren eingeleitet worden ist, sondern dieser Mensch auch noch das Amt bekleidet. Wenn ich mir vorstelle,
was in Deutschland nach normalen Maßstäben passiert wäre, wenn sich ein hoher Regierungsbeamter strafbar macht und den Kongress belügt über eine so zentrale Frage wie die Existenz von Massenüberwachungssystemen, dann ist die einzige logische Konsequenz der Rücktritt dieser Person. Und dass dieser Rücktritt, der vollkommen alternativlos ist, bis heute ausgeblieben ist, veranlasst mich zu der sehr starken Sorge, dass es dort wohl offenbar auch Druckpotenzial der Dienste in Bezug auf ihren obersten Dienstherren im Weißen Haus geben muss. Ein weiterer Punkt in diesem Zusammenhang, der mich sehr nachdenklich gemacht hat, war ein Artikel in der Bild am Sonntag. Die BAMS hat wenige Tage, nachdem die Enthüllung über die Bespitzelung von Frau Merkel öffentlich geworden ist, ein Artikel veröffentlicht, in dem hat sich ein weiterer, aber anonymer NSA-Whistleblower gemeldet und er hat dort die These geäußert, dass er selbst also befasst gewesen sei mit diesem Vorgang der Ausspionierung der Kanzlerin und er hat dort Obama das Wort in den Mund gelegt, dass dieser gesagt habe, ich will alles über diese Frau wissen, also ein wörtliches Zitat angegeben. Das liest man, stutzt, wundert sich, wie es sein kann, dass in Zeiten, wo die NSA in heller Panik erhebliche Ressourcen darauf verwendet, Lecks zu finden und sich zu schützen und abzusichern, es möglich ist, dass innerhalb von wenigen Tagen nach dieser Enthüllung ein weiterer NSA-Whistleblower sich anonym meldet. Das Ganze wird nicht hinterfragt, es wird nicht die Frage gestellt, ob es dort Ermittlungen gibt, wie groß der Personenkreis sein kann, der Menschen, die mit einem so sensiblen Vorgang beschäftigt sind. Es wird hingenommen, abgedruckt. Und dann geschieht Folgendes, dass einen Tag später Keith Alexander vor die Presse tritt und diesen Vorgang der Bespitzelung von Frau Merkel kommentiert, was schon mal höchst ungewöhnlich ist, weil Geheimdienste sich ja sonst auf die Phrase zurückziehen, dass man Operationen überhaupt nicht kommentiert. Und er springt also in die Bresche und sagt, nein, Obama habe von diesem Vorgang nichts gewusst, er sei nicht informiert gewesen, die Informationen werden aufbereitet und letztlich sei es also nicht erkennbar gewesen, dass hier Informationen unmittelbar aus dem Kanzlerinnen-Handy ihm vorgelegt worden wären. Ich frage mich, was ist hier passiert? Dieser Whistleblower ist nie wieder thematisiert worden, es gibt keine Erkenntnisse und Meldungen über Ermittlungen gegen ihn und ich wundere mich, wie kann es sein, dass in so kurzer Zeit nach der Enthüllung der Ausspionierung von Frau Merkel dieser Whistleblower überhaupt unerkannt Kontakt aufnehmen konnte. Ist dieser Mensch rübergeflogen nach Berlin und hat der BAMS ein Interview gegeben, dann gibt es Fluglastdaten. Hat er angerufen oder eine E-Mail geschrieben, gibt es Metadaten. Also ich frage mich in anderen Worten, wie kann das sein? Und die Frage ist, glaube ich, erlaubt, ob hier ein bewusstes Leck vorgelegen hat, das dem einzigen Zweck diente, Herrn Obama zu bedeuten, dass er bitteschön mit der Drangsalierung der Dienste nicht zu weit gehen soll. Mit anderen Worten, wir kennen das aus Mafia-Filmen, dass dann Patronenhülsen in den Briefkasten gelegt werden. Steht die Frage im Raum für mich jedenfalls, ob das ein Warnschuss war der Dienste an ihren obersten Dienstherren, bitte nicht zu weit zu gehen mit der Aufklärung des Skandals oder der Beschneidung der Befugnisse. Die sechste Kernthese lautet, dass die Regierung Merkel und auch der Bundesnachrichtendienst nach allem, was man erfahren durfte, möglicherweise Komplizen der Totalüberwachung durch ausländische Dienste sind. Man kann sich die Frage stellen, ob Frau Merkel hier einer Marionettenregierung vorsteht, ob Deutschland ein tributpflichtiger Vasallenstaat ist, der diese Überwachung aufgrund von historischen Gegebenheiten, die wir erkennen, nach dem Zweiten Weltkrieg über sich ergehen lassen muss. Fakt jedenfalls ist, dass Frau Merkel als Bundeskanzlerin Schutzpflichten hat, die Grundrechte deutscher Bürger zu gewährleisten und sie zu schützen vor einer Massenüberwachung und Massenausspähung durch ausländische Dienste. Das Ganze gilt verstärkt deshalb, weil diese Dienste, wie wir inzwischen wissen, auch Standorte haben in der BRD, beispielsweise am Degger-Komplex. Wie man jetzt lesen durfte, baut die NSA gerade auf dem Gelände der Kley-Kaserne in Wiesbaden die neue Europazentrale des Dienstes. Das sind Umstände, die mich sehr, sehr nachdenklich machen und die mich doch etwas verstört zurücklassen, weil ich mir schlicht keine
plausible Rechtfertigung dafür vorstellen kann, warum Deutschland fremden Geheimdiensten, die, wie wir gesehen haben, auch Straftaten gegen unsere obersten Regierungsorgane begehen, auch noch Filialen gewähren soll, hier auf deutschem Staatsgebiet. Das alles ist sehr seltsam. Des Weiteren glaube ich, dass die Regierung Merkel und übrigens auch alle anderen Beteiligten, wie beispielsweise Herr Steinmeier, nicht so ahnungslos gewesen sind, wie sie es jetzt vorgeben. Denn es gab im Jahr 2001 einen Bericht des Europäischen Parlaments zu der sogenannten Echelon-Affäre. Das war eigentlich PRISM 1.0, ein System, was in Bad Aibling stationiert war und was damals die Satellitenkommunikation überwacht hat, die, bevor die Glasfaserkabel kamen, eigentlich der wesentliche Backbone waren des damaligen Internets und auch der Telefonie, die es gab. Und dieser Bericht hat eigentlich sehr deutlich gezeigt, dass es schon damals Massenüberwachung gab, die auch auf deutschem Staatsgebiet betrieben worden ist. Das Ganze kochte damals hoch für kurze Zeit, weil dann am 11. September etwas geschah, was wir alle wissen, nämlich dass Terroristen Hochhäuser geflogen sind. Und ab diesem Zeitpunkt wurde also der vermeintlichen Terrorprävention alles untergeordnet und jede Kritik an diesen Massenüberwachungssystemen wurde entweder totgemacht oder verstummte von selbst. Es war jedenfalls kein Thema mehr. Das Ganze war also vor über 10 Jahren. Wir glauben, dass das Aussitzen, das Frau Merkel betreibt, eine Art Beihilfe ist zu diesen Systemen, weil sie natürlich Möglichkeiten hätte, dagegen einzuschreiten. Wes Geistes Kind Frau Merkel hier ist, zeigt auch die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, die unser Vorredner schon skizziert hat, die wir auch für ein letztlich, ja, eine, Julizi hat es so ausgedrückt, eine beleidigende Respektlosigkeit ist, gerade in den Zeiten der Totalüberwachung. Ich hätte das offen gesagt im Sommer und Herbst nicht für möglich gehalten, dass im Zuge dieses Skandals, der allgemeinen Sensibilisierung für das Thema, die Regierung sich auch nur trauen könnte, die Erwägung anzustellen, solche Systeme wieder einzuführen. Es geschieht vor unser aller Augen und mit einer Dreistigkeit, die ich erschreckend finde. Festzustellen ist des Weiteren, dass Frau Merkel, wie jeder Mensch, dessen Kommunikation von einem Zeitraum von über 12 Jahren irgendwo gespeichert ist, natürlich erpressbar ist. Und die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, ob Frau Merkel auch erpresst wird. Diese Frage müsste aber ein Ausschuss klären, ein Untersuchungsausschuss. Und die Frage ist, ob wir ihn bekommen werden. Wir glauben, dass die einzige plausible Konsequenz, die Frau Merkel ziehen sollte, aufgrund des Umstands, dass sie erpressbar ist, dass sie zurücktreten sollte. Und sie sollte sich ein Beispiel nehmen an Willy Brandt, der noch Klasse hatte und der einen Rest von Selbstachtung aufgebracht hat nach der Guillaume-Affäre und eingesehen hat, dass er untragbar war. Das hat Frau Merkel bisher noch nicht begriffen. Wir hoffen, dass dieser Zeitpunkt noch kommen wird und ersehen diesen Moment herbei. Ich erspare mir jetzt auch noch Bemerkungen über Herrn Pofalla und Herrn Friedrich. Ich glaube, zu diesen beiden Herren ist alles gesagt. Ja, unter die Kernthese 6 passt natürlich auch noch der liebe BND. Das, was Oliver eben zu Frau Merkel gesagt hat, können Sie natürlich 1:1 auf den BND übertragen. Auch der BND dient dem Schutz der Bürger, dient dem Schutz der Grundrechte, dient dem Schutz des deutschen Staates. Kommt er dieser Verpflichtung nach? Unseres Erachtens nicht. Der BND ist vielmehr ein williger Helfer und ein Komplize der ausländischen Geheimdienste. Das ist auch jetzt kein Geheimnis, was ich verrate, denn offiziellen Quellen ist zu entnehmen, wie sehr der deutsche Geheimdienst zum Beispiel vom britischen Geheimdienst gelobt wird. Er wird unter anderem dafür gelobt, dass es ihm gelingt, viel schneller und viel besser Daten in Frankfurt vom Knotenpunkt abzugreifen, als es die Engländer können. Ja, so ein Lob nimmt man ja eigentlich gerne mit. In diesem Fall ist es recht bedenklich. Im Zuge dessen haben wir uns mal damit auseinandergesetzt, wie sieht es denn überhaupt aus? Was darf denn der BND? Und bei den Geheimdiensten ist es grundsätzlich so, natürlich
soll vieles an der Öffentlichkeit vorbeilaufen, sonst wäre es auch nicht mehr geheim. Aber üblicherweise gibt es Kontrollmechanismen. Ja, es gibt ein parlamentarisches Kontrollgremium, es gibt spezielle Gesetze für die Geheimdienste, unter anderem das G10-Gesetz. Mit dem haben wir uns mal ein bisschen näher auseinandergesetzt und haben versucht zu eruieren, was darf denn jetzt der BND, was dürfen denn die Geheimdienste an Daten abfangen? Ja, das G10-Gesetz befasst sich unter anderem damit, unter welchen Voraussetzungen und wie Geheimdienste zum Beispiel Telekommunikationsdaten etc. abgreifen können. Eigentlich sind wir sehr geübt im Lesen von Gesetzen. Dieses Gesetz haben wir nicht so ganz verstanden, insbesondere ein Punkt. Ich glaube, das ist in Paragraphen 5 oder 9 geregelt. Da steht eine Zahl drin, 20% des Datenverkehrs dürfte abgegriffen werden. So ganz wissen wir nicht, worauf sich diese 20% beziehen, aber wir haben mal spekuliert. Ja, nehmen Sie jetzt mal YouTube und YouPorn raus aus dem Datenverkehr. Dann haben Sie wahrscheinlich 20%, die überbleiben und die können Sie komplett abgreifen. Ja, also... Die Rolle des BND, ja, ist ja undankbar. Seinen Pflichten kommt der BND nicht nach. Eine Kontrolle findet meines Erachtens nicht statt. Anders kann ich solche Aussagen wie von Herrn Pofalla nicht interpretieren, ja, dass die nach Recht und Gesetz handeln. Das tun sie halt nicht. Und wenn er es nicht weiß, dann muss man eigentlich der Schlussfolgerung auch von Oliver zustimmen, ja, dass der Schwanz mit dem Hund wedelt. Damit kommen wir zum Fazit, das ich dem Kollegen überlasse. Ja, vielen Dank, Martin. Anzumerken ist noch zu dem Punkt BND und dessen Lob durch den britischen Dienst, dass man auch kein Lob dafür erhalten möchte, dass man dem BND geholfen habe und dass dieser also willig kooperiert habe damit, das deutsche Recht anders und weitreichender zu interpretieren und demzufolge also eine Überwachung zuzulassen, die bisherige Dimensionen überstiegen hat. Das war zu lesen auch in Folien von Edward Snowden und gibt mir Grund zu sehr, sehr großer Sorge. Das Fazit lautet, dass wir der Meinung sind, dass wir derzeit eine Art Staatsstreich von oben erleben und dass wir einen Moment, einen historischen Moment erleben, wo unsere Gesellschaft sich an einer Weggabelung befindet und sich die Frage stellt, ob wir Deutschen aus zwei Diktaturen etwas gelernt haben oder nicht und sich zeigen wird, ob wir entschlossen genug gegen diese politischen Bestrebungen der verdachtslosen Totalüberwachung einschreiten werden, unsere Stimme erheben werden und ob wir uns das gefallen lassen werden oder nicht. Wir glauben, Edward Snowden ist der Stauffenberg des Digitalzeitalters und wir alle schulden ihm Dank und persönlichen Einsatz, damit das von ihm erbrachte Opfer nicht umsonst war. Die Frage bleibt, was tun? Diese Frage ist sehr schwierig. Gehen Sie auf die Straße, schreiben Sie Ihrem Abgeordneten oder allgemeinen Politikern, dass Sie damit nicht einverstanden sind. Bitten Sie um eine Stellungnahme zur Hamburger Erklärung und fragen Sie diese Politiker, ob sie diese Erklärung unterstützen wollen und falls nein, warum nicht. Schmeißen Sie Ihr iPhone weg, reisen Sie vielleicht nicht in die USA. Und diskutieren Sie mit Ihren Freunden und sorgen Sie dafür, dass dieses Thema am Leben bleibt und dass die Menschen sich Gedanken darüber machen, was hier gerade passiert und versuchen Sie in Ihrem Freundeskreis, Kollegenkreis, in Ihrer Familie Bewusstsein dafür zu wecken, wie ernst die Lage inzwischen ist. Haben Sie vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank auch von unserer Seite. Das war ein sehr interessanter Vortrag und der ja auch viele Reaktionen provoziert hat. Deswegen möchte ich jetzt die Runde öffnen für Fragen, Kommentare und ich sehe auch schon sehr viele Hände. Fangen wir doch hier